falls bei euch mal das E-Bike-Akku kaputt sein sollte und ihr habt keinen Akku parat, man kann auch mit einem ganz normalen Werkzeug-Akku, zum Beispiel dem Makita-Akku, ja, das E-Bike nutzen. Wie das geht, das zeige ich euch in diesem Video. Ja, und dann schauen wir uns nochmal einen günstigen Ersatzakku an. Das ist natürlich eine andere Möglichkeit. Wir testen hier den Akku von Jose Power. Die stellen ja sehr viele Akkus für verschiedene E-Bikes her. Da testen wir einfach mal die Kapazität, ob die wirklich stimmt, ob das drin ist, was draufsteht. So, hier seht ihr also mein altes E-Bike. Ja, ist schon mittlerweile 11 Jahre alt und ja, das Akku ist halt im Eimer. Das hatte ich mir, das war übrigens mal ein ganz normales Fahrrad, das hatte ich mal umgebaut zu einem E-Bike. Da gibt es auch mal ein Video zu, da hatte ich mal vor 11 Jahren mal ein Video zu gemacht. Wenn euch das interessiert, das waren glaube ich 2 Videos sogar, die verlinke ich euch unten mal in der Videobeschreibung. Die sind 100.000-fach mal angeklickt worden, also hat doch viel interessiert. Viele schimpfen auch auf das Rad, weil es natürlich nicht das Neueste vom Neuesten ist, aber ich bin jetzt hier auch kein Fahrradfetischist und ich fahre auch nicht täglich Fahrrad. Ich fahre eigentlich nur relativ selten Rad und da hat das also wirklich voll für mich ausgereicht. Das würde auch heute noch gehen, es geht auch heute noch, nur eben es stand sehr lange und da hat sich das Akku tief entladen und war halt im Eimer. Deswegen habe ich mir jetzt mal wieder Gedanken gemacht, wie ich da mal wieder ein paar Runden fahren kann. Und da bin ich eben auf die Idee mit dem Werkzeug-Akku gekommen, das zeige ich euch gleich. Ich könnte jetzt natürlich einfach ein neues E-Bike-Akku kaufen. Es gibt ja mittlerweile relativ günstige Anbieter, zeige ich euch nachher auch nochmal. Ein Akku von Jose Power, die bieten sehr viele Akkus an. Die könnte ich mir hier auch anbauen. Das würde ich auch machen, wenn ich viel fahren würde. Aber da ich eben nur kleine Strecken fahre, ist für mich eigentlich so ein Werkzeug-Akku, wie ich ihn euch gleich zeige, eine bessere Lösung. Man könnte auch versuchen, das Akku zu reparieren, aber lohnt sich nicht, wenn der Akku sehr lange entladen ist, dann ist er in der Regel kaputt und da ist es einfach nur gefährlich, wenn man das versucht zu reparieren. Das kann man mal versuchen, man kann BMS überspringen und es versuchen aufzuladen, aber da müsste es nur ganz kurz gestanden haben. Wenn es länger gestanden hat, solltet ihr es lieber wegwerfen und euch einen neuen besorgen oder eben mal so eine Bastelei machen, wie ich sie hier mache. Ist nichts für jeden, also für die Leute, die jetzt, weiß ich was, 100 Kilometer da fahren wollen, ist das sicherlich nichts. Denn wir haben hier natürlich jetzt einen Makita-Akku, werde ich jetzt hier verwenden mit 5 Amperestunden. Und 5 Amperestunden sind halt relativ wenig. Ne? Die meisten E-Bike-Akku haben mehr. Mein anderes hat beispielsweise 10,7 Amperestunden, also doppelt so viel. Also kommt er hier von der Reichweite auch nur halb so weit. Aber darauf komme ich gleich nochmal zu sprechen. Ich zeige euch jetzt hier erstmal die Halter, die ich verwendet habe und zeige euch mal, wie ich das hier aufgebaut habe. Hier habe ich dann nochmal einen Stecker genommen. Das ist so ein ganz normaler Kaltstecker für Kaltgeräte, so nennt sich das glaube ich, Kaltgerätestecker oder so ähnlich heißt der. Und das Ganze montiere ich hier einfach mal provisorisch, einfach nur auf ein Brettchen, denn das soll jetzt nicht schön aussehen hier. Ich will euch ja einfach nur mal so ein bisschen inspirieren, was man machen kann. Wenn man das dann häufiger nutzt, dann kann man das natürlich auch alles ein bisschen schöner machen. Man könnte auch mit einem 3D-Drucker dann noch eine Kappe oder irgend sowas drüber drucken oder irgendwas. Oder irgendwie einen anderen Halter benutzen. Aber es geht mit so einem Brettchen durchaus auch sehr gut. Hier habe ich dann mal geschaut, wie ich sie am besten verstaue. Und damit ich sie auch wieder leicht entnehmen kann. Die rasten ja auch sehr gut ein. Man muss dann Taste drücken. Man darf sie ja auch unterwegs nicht verlieren. Da muss man natürlich auch ein bisschen drauf achten. Wenn die runterfallen, dann sind sie im Eimer unterwegs. Wenn die am geteerten
Boden fallen, dann sind die im Eimer, können sogar dann brennen. Also da muss man natürlich ein bisschen aufpassen, ne? Da ist klar. Und ich werde sie dann einfach mal verschalten. Das sind also, wie gesagt, 5 Ampere-Stunden-Akkus von Makita. Man könnte aber auch jetzt ähnliche Akkus von anderen Werkzeugen nehmen. Es sollten halt nicht so wenig, die Kapazität sollte halt nicht so niedrig sein. 5 Ampere-Stunden sollte es schon haben. Mit 4 könnte man auch anfangen. Aber je höher die Ampere-Stundenzahl, desto weiter kommt ihr natürlich mit dem Rad. So, ja. Die Halter bekommt ihr ganz normal im Handel, entweder AliExpress oder Amazon. Verlinke ich euch mal in der YouTube-Beschreibung 2 verschiedene Modelle. Die habe ich beide. Die einen haben bereits eine Sicherung und einen Schalter noch dazwischen. Und die anderen, die ihr hier im Bild seht, die haben halt keine Sicherung. Ich hier verbaue jetzt hier auch keine, aber ich würde euch empfehlen, auf jeden Fall nochmal eine Sicherung dazwischen zu schalten. Einfach zur Sicherheit, falls da irgendwie ihr was falsch macht oder einen Kurzschluss baut, damit da nicht alles gleich abbrennt und im Eimer ist, ne? 20 Ampere, 30, 32 Ampere, so in der Richtung, das dürfte eigentlich gut passen, damit eben auch mal die kurze Spitzenströme, die jetzt am Berg oder so beim Anfahren oder so auftreten, ganz gut verkraftet werden. An sich haben aber auch die Akkus natürlich nochmal einen Überlastschutz, die dann zusätzlich nochmal auf sich selber aufpassen, damit da kein Schaden passiert. Die Akkus haben ja auch einen Temperaturschutz, Sicherheitsschutz und dergleichen. Aber das ist bei mir während des Fahrens nie irgendwie, hat nie irgendwie ausgelöst, ne? Also die sind nie überlastet worden, die Makita-Akkus. Da gab es überhaupt keine Probleme. Aber man weiß ja nicht, was ihr für ein Rad habt. Also bei mir gab es keine Probleme. Wenn ihr natürlich jetzt ein Rad habt mit 1000 Watt Motor, dann kann das ein bisschen anders aussehen. Aber das wäre wohl die Ausnahme. Bei den normalen Rädern funktioniert das eigentlich relativ gut. Bei den Standardrädern, wo eben 2 Drähte zu dem Akkus laufen, die jetzt 250 oder 500 Watt Motor haben, kann man das also durchaus so machen. Die beiden werden in Reihe geschaltet, also plus von dem einen Halter an minus von dem anderen, weil es ja 18 Volt Akkus sind, müssen wir die in Reihe schalten, damit wir auf 36 Volt kommen. Deswegen bleiben die Amperestunden ja gleich. Jeder Akku hat 5 Amperestunden, die verdoppeln sich nicht, weil wir sie ja in Reihe schalten und die Spannung verdoppeln müssen. Deswegen bleibt das bei 5 Ampere. Wenn man jetzt 10 Ampere haben möchte, um eben gleichwertig mit zum Beispiel so einem E-Bike-Akku zu sein, dann müsste man 4 verbauen, was aber auch geht. Also von dem Volumen her müsste das auch noch ganz gut irgendwie unterzubringen sein mit 4 Akkus. Man kann natürlich auch einfach 2 Akkus nochmal in die Kippe stecken. Die sind ja nicht so riesig groß. Und wenn die einen Akkus leer sind, steckt man einfach den neuen rein und weiß, dass man jetzt sich auf den Rückweg begeben sollte, falls man gerade so eine Runde dreht. Befestigt habe ich das jetzt hier einfach mit Kabelbindern. Da habe ich keine große Sache gemacht. Und ja, jetzt kann ich das Ganze eigentlich schon anstecken und in Betrieb nehmen. Zusammenstecken. So. Ja, und das war's eigentlich. Jetzt können wir es schon einschalten. Das E-Bike, ihr seht's, leuchten alle Lämpchen auf, voll Power, volle Energie ist da. Ja, es funktioniert. Jetzt können wir hier die Unterstützungsstufe einschalten. Das ist ja je nach Rad unterschiedlich, was ihr für ein E-Bike habt. Und jetzt könnten wir eigentlich schon losradeln. Mal ein kleiner Test, ob das Ding funktioniert. Und dann können wir eigentlich die erste Runde fahren. So einfach funktioniert das mit einem Werkzeugakku. Ja, also funktioniert tadellos. Man merkt, ich bin schon länger nicht mehr gefahren. Muss man sich erstmal wieder ein bisschen dran gewöhnen. Aber das spurtet genauso, wie es vorher mit dem normalen E-Bike-Akku gefahren ist. Da gibt es eigentlich keine Unterschiede. Man kann selbst große Steigungen sehr bequem hochfahren. Gerade hier haben wir natürlich jetzt sehr viele Steigungen in der Nähe. Berge, deswegen mag ich das E-Bike-Akku ganz gerne, wenn ich radel. Denn ja, auf gerader Strecke könnte man natürlich genauso gut mit einem normalen Rad fahren. Aber wenn man hier wirklich ständig immer diese Berge fahren muss,
da ist ein E-Bike-Akku schon gar nicht schlecht, wenn man ein gewisses Gewicht dann auch noch selbst aufs Rad bringt. Wenn man natürlich so ein Leichtgewicht ist, dann ist das alles ein bisschen einfacher, aber ein paar Kilo wiege ich da auch schon. Ja, es funktioniert also gut, das habt ihr gesehen, da gibt es eigentlich, glaube ich, auch nichts mehr weiter zu sagen, ist auch keine Neuigkeit, das haben schon immer wieder mal Bastler gemacht, einen Werkzeugakku für das E-Bike zu nutzen. Aber manchmal geraten halt solche alten Dinge wieder so ein bisschen in Vergessenheit und dann ist es vielleicht mal ganz gut, wenn man es im YouTube-Video mal wieder dran erinnert, dass sowas auch machbar ist. Und da eben diese Werkzeugakkus ja sowieso immer rumliegen in der Werkstatt, man braucht ja nicht ständig eine Kreissäge oder eine Heckenschere oder was auch immer, und das E-Bike-Akku ja auch ständig rumliegt, weil man auch nicht ständig Rad fährt, bietet sich es eigentlich an, für diesen gleichen Zweck das gleiche Akku zu nehmen. Also für mich reicht jetzt dieses 5 Ampere durchaus aus. Da komme ich halb so weit wie vorher mit dem 10 Ampere Akku, mit dem 10 Ampere Stunden Akku. Für Leute, die eben ein bisschen weiterfahren wollen und müssen, da ist das natürlich nicht unbedingt das Ideale. Die müssten dann eben noch 2 mitnehmen, wie gesagt, oder 4 verschalten oder 6 verschalten. Dann kann man natürlich damit auch große Reichweiten erzielen. Für das Rad meiner Frau, da habe ich jetzt nicht diese Lösung gewählt, da ist auch das Akku kaputt, ist der gleiche Effekt, es stand so lange. Da habe ich mich jetzt entschieden, ihr einen Ersatzakku zu kaufen, weil sie einfach mehr fährt. Da macht es einfach mehr Sinn, als jetzt hier 4 oder 6 zu verschalten. So viel Werkzeugakkus habe ich da nun auch wieder nicht rumliegen. Und deswegen habe ich bei meiner Frau ein normales Akku eingebaut. Und das will ich euch hier mal vorstellen. Ich habe jetzt nicht das Original-Akku vom Hersteller genommen. Ich weiß gar nicht, ob es da überhaupt ein Original-Akku gibt. Die hat also auch ein etwas älteres Rad. Das ist also auch schon bestimmt schon an die 11 Jahre alt. Und da ist dieser silberne Akku drin, der sehr häufig verwendet wird für sehr viele Marken. Vielleicht kennt ihr den, seht ihr hier auch im Bild. Und den habe ich jetzt ersetzt durch einen China-Akku. Jose Power heißt die Firma, glaube ich. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Keine Ahnung. Jose Power, so wird es zumindest geschrieben. Und die bieten Akkus für sehr, sehr viele Fahrräder an. Und die sind relativ preiswert. Deswegen habe ich mal diesen bestellt. Und der Akku hat also auch wirklich sofort gepasst, habt ihr ja eben gesehen. Also da brauchte ich nichts im Rad umbauen. Alles hat so gepasst, die Halterung, alles hat so gepasst. Ich brauchte den Akku nur reinstecken, fertig war's. Aber hätte das nicht gepasst, man muss dann nämlich aufpassen, es gibt da unterschiedliche Größen. Ihr müsst genau auf die Maße des Akkus achten. Geht mal auf die Webseite von dem Hersteller, ich verlinke euch das mal. Ihr kriegt den übrigens auch bei Amazon. Ich verlinke euch mal beides, den Hersteller als auch Amazon. Und da werden die Maße auch nochmal genau angegeben. Ich kann sie auch mal einblenden. Die müsst ihr immer mit eurem Akku vergleichen. Aber der Akku hat halt auch den Vorteil, dass alles mitgeliefert wird. Es wird nicht nur ein Ladegerät und Schlüssel und so weiter mitgeliefert, sondern es wird auch ein komplett neuer Halter mitgeliefert. Und sogar so eine Adapter, so eine Platte unten und so ein Steckadapter zum Anschluss von dem Kabel. Also falls euer Halter da nicht genau passen würde, könntet ihr auch den Halter praktisch austauschen und dann würde der Akku auch passen. Das ist also, da ist man, liegt man eigentlich auf der doppelt sicheren Seite, wenn man eben so einen Akku gleich komplett mit allem bestellt. Und vom Preis her lag das, glaube ich, 229 oder so, aber nagelt mich da nicht mehr fest. Wie gesagt, ich verlinke es euch in der Videobeschreibung. Es war auf jeden Fall für einen Akku mit dieser Kapazität sehr günstig und da der Hersteller sehr gute Bewertungen hat, sehe ich da auch keine Probleme. Aber da ich ja generell ein bisschen skeptisch bin, mache ich da natürlich auch noch einen Kapazitätstest. Den zeige ich euch gleich nochmal. Ich zeige euch hier nochmal die Anschlussplatte mit diesem Stecker. Kontakten. Die habe ich ja nicht gebraucht. Wie gesagt, bei mir hat er so gepasst. Aber wenn ihr den Akku jetzt, wenn das bei euch nicht passt, kann man eben das alles verbauen. Man kann den Akku ja sogar an einen Rad
Bass an ein Rad basteln, was überhaupt noch kein Akku dieser Art verbaut hat. Wie beispielsweise mein anderes Rad, was ich eben selbst umgebaut habe. Da könnte ich den vermutlich auch dran basteln. Habe ich noch nicht probiert, muss ich sagen. Aber wie gesagt, da bin ich eigentlich mit meinem Makita-Akku jetzt soweit zufrieden. Der Schlüssel ist natürlich auch dabei, ihr könnt ihn verriegeln. Hier ist die Stange zum Befestigen, ne? Die ihr müsst ihr irgendwo befestigen am Rad und da wird der Akku dann einfach von oben nur noch eingeschoben. Er wird dann auch automatisch an der Stange verriegelt, wenn ihr den Schlüssel abzieht, sodass den auch keiner klauen kann. Er wird dann auch automatisch abgeschaltet, hat natürlich auch eine Buchse zum Laden. Er hat sogar eine USB-Buchse, um euer Smartphone aufzuladen. Das habe ich dann erst später noch entdeckt. Ja, und hier ist das Ladegerät. Das wird auch mitgeliefert. Hätte ich gar nicht gebraucht, denn ich habe ja eigentlich noch das alte. Das hätte auch gepasst. Ist sogar derselbe Anschluss. Aber hier ist halt noch eins dabei. Auch gut. Und damit wird das dann aufgeladen. Auf der anderen Seite Netzkabel rein, Steckdose und dann in den dreipoligen Stecker in den Akku rein. Das Ladegerät lädt mit 2 Ampere, ist nicht das schnellste, also es braucht 8 Stunden, um den Akku zu laden. Aber das stört mich eigentlich nicht. Ich lade sowieso dann über Nacht und da wird es wenigstens auch schonend geladen, was dem Akku immer nur gut tut. Ja. Da habe ich euch das Akku mal vorgestellt. Wie gesagt, dann machen wir jetzt mal, hier seht ihr die Buchse zum Laden. Ich werde jetzt das Akku einfach mal komplett laden. Da ist eine LED am Ladegerät, da muss man laden, bis das Lämpchen grün wird. Nee, war es grün? Ja, bei Rot lädt es, bei Grün ist es Akku aufgeladen. Und dann testen wir mal die Kapazität, ob die Kapazität, die angegeben ist, auch wirklich drin ist. Akku voll. So, für die Kapazitätsmessung habe ich mir hier so eine kleine Schaltung aufgebaut, damit hier die Energie nicht verschwendet wird. Nämlich zur Belastung, einfach, ich muss ja irgendeine Last anschließen, damit eben Strom fließt. Da habe ich hier wieder meinen Allround-Einspeisewechselrichter genommen, den SAN 1000, kennt ihr ja sicherlich, habe ich ja schon mal ein Video drüber gemacht. Da kann ich jetzt hier genau einstellen, wie viel Leistung er ziehen soll. Also ich stelle das jetzt hier in dem Display mal so ein, dass er ungefähr 150 Watt aus dem E-Bike-Akku rauszieht. 150 Watt. Und durch diesen Wechselrichter geht halt die Leistung nicht verloren, irgendwo verpufft, sondern sie wird in meinen Haushaltsgeräten, die ich oben, Kühlschrank und so weiter, genutzt. Wie das alles funktioniert, habe ich euch, wie gesagt, in einem anderen Video schon genau mit Schaltplan und so weiter erklärt. Falls euch das interessiert, oben links auf Infokarte klicken oder einfach auf meiner Seite schauen, www.tüftlerundheimwerker.de, da findet ihr den Artikel, aber auch Videos dazu. Ich lasse das also jetzt mal eine Zeit lang laufen. Das heißt, genauer gesagt, ich lasse es so lange laufen, bis der Wechselrichter abschaltet oder das Akku abschaltet, also die Spannung praktisch so niedrig ist, dass man von einem leeren Akku ausgehen kann. Bis jetzt haben wir herausgezogen, erst 13 Wattstunden, also es dauert noch ein Weilchen. Noch mal einen Datenlocker dran, ist mir eingefallen, das ist vielleicht noch mal ganz interessant. Muss mal gucken, Minus und Plus, hopp. So. So. So, der kann also die Spannung jetzt noch mal aufzeichnen und eben die Entladekurve praktisch noch mal aufzeichnen, damit wir auch wirklich noch mal genau sehen, wie sich die Spannung verhält, wann er dann wirklich letztendlich abschaltet. Das lässt sich dann im Nachhinein alles
genau verfolgen. Und da kann man dann auch sagen, ob der Akku sich korrekt verhält und eben auch gesund ist und was taugt. So, der Akku ist also entladen. Das BMS hat abgeschaltet, weil die Spannung zu niedrig ist. Schau mal auf unser Messgerät. Was haben wir gemessen an Kapazität? 15,3 Amperestunden haben wir rausgezogen. Das kommt doch sehr genau hin. Der Akku, angegeben ist beim Akku 15,6 Amperestunden, also 0,3 Amperestunden. Das sind Messungenauigkeiten. So genau kann man das nicht messen mit den Wechselrichter jetzt. Also das kommt auf jeden Fall hin. Und das hätte ich ehrlich gesagt gar nicht so erwartet. Denn meistens schummeln doch, na, ich will nicht sagen meistens, aber es wird doch oft geschummelt. Und dass er hier tatsächlich im gleichen Gehäuse wie das 10,7 Ampere Akku 15,6 oder 15,3 reinbekommen hat, das ist doch beachtlich. Ja, damit sind wir eigentlich durch. Ich habe euch gezeigt, was der Akku kann. Ich habe den natürlich dann in dem Akku, in dem Rad auch verwendet. Das habe ich euch ja vorhin schon gezeigt, wie ich ihn eingesteckt habe und habe auch da keine Probleme festgestellt. Er fährt also, das Rad fährt genauso wie vorher und ich habe die Reichweite noch nicht komplett ausgeschöpft, aber von der höheren Kapazität müsste die ja jetzt ein Drittel höher sein. Ich denke mal, das wird auch hinkommen. Wie gut der Akku dann wirklich ist, das lässt sich natürlich erst über längere Zeit sagen. Ganz einfach, wie lange er hält. Ne? Wenn er dann in 4-5 Jahren noch hält, dann ist es ein sehr guter Akku. Wenn er nächstes Jahr kaputt ist, dann war es kein guter Akku. Aber das kann ich euch jetzt noch nicht sagen. Der erste Eindruck ist sehr gut und von daher kann ich den empfehlen. So, das soll es aber gewesen sein. Die Links zu diesem Jose Power Akku als auch zu diesem Makita Experiment, Makita Akku als E-Bike Akku und diese Halter und so weiter, alles was ich eben erwähnt habe, unten in der Videobeschreibung. Da findet ihr die Links. Ansonsten, ja, würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Da kommt wahrscheinlich wieder was über Solar, vielleicht bringe ich da noch mal was zu diesem Speicher für Balkonkraftwerke oder ich stelle euch mal den Lumentree vor, den ich im Augenblick im Test habe. Ansonsten, wenn euch der Kanal gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr ihn abonniert. Dann bekommt ihr wieder eine Nachricht, das kostet euch ja nichts. Ihr müsst unten nur auf Abonnieren anklicken und die Glocke anklicken und dann bekommt ihr eine Nachricht, wenn wieder ein neues Video online ist. Und wie gesagt, das ist völlig kostenlos und Daumen nach oben freut mich natürlich auch immer. Und ansonsten, ja, bis demnächst mal wieder. Ciao!